Hallöchen, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich möchte euch heute mein drittes Muster für den Strickring zeigen. Ist eigentlich das erste Muster, was ich gelernt hatte. Das war damals bei meinem Strickring-Set dabei als Anleitung. Das sind rechte Maschen, die wir stricken. Ein sehr einfaches Muster. Eigentlich ganz gut, um mit dem Strickring-Set erstmal zu beginnen. Ja, wie bei jedem Anfang benötigen wir als erstes die Schlaufe. Und dazu nehmt ihr euch euren Faden bzw. die Fäden. Ich stricke jetzt mit zwei, da es ziemlich dünne Fäden sind. Ich glaube, das ist nur Nadelstärke 2 bis 3, die ich jetzt gerade nutze. Etwas dünn, deshalb nutze ich die 2. Ja, als erstes eben halt die Fäden nehmen. Dann müsst ihr die Fäden einmal überkreuzen. Wenn ihr nicht ganz mitkommt, könnt ihr euch das auch nochmal in einem anderen Video von mir angucken. Da zeige ich euch die Schlaufe nochmal im langsamen Verfahren. Ja, einmal überkreuzen. Dann geht ihr von hinten durch die Schlaufe hindurch. Nehmt den Anfangsfaden, zieht den durch die Schlaufe nach oben. Und dann habt ihr die komplette Schlaufe. Die müsst ihr dann erstmal hier außen an dem Ring befestigen. Laut. So. Und wenn die dann fest ist, fangt ihr gleich direkt an zu wickeln. Ihr geht jetzt nach links herum, so dass ihr im Uhrzeigersinn verlauft, und fangt dann an von hinten herum den ersten Pin zu umwickeln. Und zwar folgendermaßen: geht ihr von hinten herum um den Pin, umwickelt den einmal komplett und geht zum nächsten hinüber. Den umwickelt ihr auch wieder von hinten komplett und geht zum nächsten hinüber. Und das macht ihr jetzt die ganze Reihe herum. Immer von hinten nach vorne herum. Mach's jetzt mal ein bisschen langsamer, damit ihr da auch mitkommt. Mal schön von hinten nach vorne herum. So, beim letzten angekommen, könnt ihr den Faden erstmal kurz hier außen befestigen und dann könnt ihr ich würde den aber trotzdem zusätzlich noch festhalten, damit er nicht aufwickelt, und dann könnt ihr anfangen, die alle hinunter zu drücken, die Maschen. Muss jetzt nicht ganz unten komplett sein. So. Und dann nehmt ihr den Faden wieder auf, mit dem ihr eben aufgehört habt zu wickeln, und fangt wieder an, weiter zu wickeln. Brauchen wir jetzt noch eine zweite Reihe, damit wir die Maschen dann hinüberheben können. So, und dann gehen wir jetzt vom letzten wieder zum ersten Pin herüber, einfach von hinten nach vorne herum und wieder weiter zum nächsten Pin. Von hinten nach vorne herum und weiter. Und macht ihr wieder die ganze Reihe so lang. Macht sich gerade ein bisschen umständlich für mich, weil ich den Ring ein bisschen versuche so zu halten, damit ihr es besser erkennen könnt. Ja, sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Faden befestigen. Und dann braucht ihr euren Strickhaken. Da wir jetzt beim letzten aufgehört haben, zu umwickeln, müssen wir da jetzt als erstes die untere Masche über die obere hinüberheben. Jetzt nehme ich den Faden
dadurch befestigt und können ihn einfach loslassen. Müssen uns jetzt nicht weiter darum kümmern, kann sich nicht mehr aufräufeln. Und jetzt können wir ganz in Ruhe die Reihe herum die ganzen Maschen hinüberheben. Na, macht sich gerade schwer. Der Nachteil, wenn man so dünne Fäden nimmt, sind ein bisschen widerständiger am Anfang. Und dann nachher geht es sehr einfach, wie ihr seht. Einfach alle hinüberheben, die ganze Reihe herum. Und ihr seht dadurch, dass ihr dann mit der Masche den vorderen Faden dann immer noch zieht, braucht ihr die eigentlich gar nicht, so wie ich es eben so ein bisschen gemacht habe, nochmal so runterdrücken nachträglich, kann eigentlich nichts passieren. Dadurch, dass ihr das beim nächsten Pinnen durch das Hochheben eben halt nochmal nachzieht. So, außer beim letzten. Kurz nochmal machen. Dann müssen wir die nämlich sowieso alle nochmal hinunterheben. Damit wir dann die nächste Reihe wickeln können. So, dann den Faden wieder aufnehmen. Und dann wickeln wir wieder im gleichen Muster, beziehungsweise im gleichen Verfahren die Reihe lang rum wieder komplett. Müssen wir jetzt aber nur die eine Reihe wickeln, da wir jetzt die untere Reihe schon haben. Ja, immer schön von hinten nach vorne herum. So, am Ende angekommen, den Faden wieder kurz befestigen und dann hebt ihr vom letzten gewickelten Pin die untere Masche über die obere hinüber. Könnt ihr den wieder loslassen und müsst euch nicht mehr drum kümmern. Ja, dann einfach wieder alle Maschen hinüberheben, immer die unteren über die obere hin. Ja, und dann habe ich euch damit eigentlich schon das Muster vorgestellt. Denn so verfahrt ihr jetzt eigentlich immer weiter. Das heißt eigentlich, so verfahrt ihr jetzt immer weiter. Am Ende einfach für alle runterdrücken. Und dann könnt ihr auch gleich wieder anfangen zu wickeln. Immer beim ersten Pin anfangen herumzugehen. Ups. Ja, also wirklich ein sehr einfaches Muster. Ihr müsst euch hier eigentlich gar nichts merken. Einfach nur immer ringsherum die Reihe herum und Uhrzeigersinn wickeln. Und die dann am Ende einfach hinüberheben. Immer die unteren über die oberen. Und dann habt ihr auch schon das rechts gestrickte Muster gelernt.
Ja, ich hoffe, die bildliche Darstellung war ausreichend für euch. Halbwegs verständlich. Ja, wenn ihr irgendwas zu bemängeln habt, würde ich mich freuen, wenn ihr das unter dem Video einfach kommentiert. Vielleicht kann ich da noch mal was ändern. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Austesten, würde ich dann mal sagen. Und bis zum nächsten Mal, hoffe ich dann. Tschüss!